Tja, wir wollen ja überlegen, was wir machen könnt, wenn wir ein Utlik schaffen wollt zwischen Leuten, die zu Schaden kommen sind, und die Leute, die die Schaden Tofüch hat, der Leid Tofüch hat. Wie würde es denn da auf Plattdeutsch nennen? Ja, auf Plattdeutsch weiß ich gar nicht so genau, was ich dort zu singen soll. Ich weiß nur als Jurist, was die Juristen dort auf Hochdeutsch Täter Opferausgleich zu sich. Das könnte man ja im Plattdeutsch übersetzen mit Täter Opferausgleich. Ja, aber warum ut Hochdeutsche nehmen die englischen Kollegen, die sich ja immer offer Data ut liegt, die drei doch ja irren. Ja, das hätte ja auch eine gewisse Ähnlichkeit für den Plattdeutschen mit den Engländern, aber mir ist das gern gar nicht so wichtig, was war jetzt zu, oder ist das so, ja, ist das so wichtig, was war eigentlich zuerst nennen? Wichtiger ist doch der Inhalt und wie wird er auch mal was Nädel probieren? Wie schaffe ich den Utglick und vor allen Dingen, wie schaffe ich einen sozialen Frieden zwischen den Beteiligten nach so einer Straftat? Und das ist mit dem Strafverfahren ja nur bedingt möglich, begiftet eine Strafe. Ja, und Strafe hat noch nie zu was Gutes führt. Ne? Du hast recht, Frieden, da muss man sinnig rangehen, wenn man das schaffen will. Und besser wäre das auch, wenn man Freunde und Unterstützer damit reinholen darf. Das nennt die Engländer dann Konferencing. Ja, und das kann ja auch den Gedanken so von einem, ja, in die Engländer, weil das Ownership so ein Beten abnehmen, was die Beteiligten selben die Konflikte so ein Beten in die Hand nehmen, ja, und noch lösen solch. Ja, und nicht das dort, ne, dass ihr immer so einen habt, der so als Richter den sich mit Langkeit, sondern die Leute selbst gut finden, was das Beste für ihr ist, ja. Das war doch wieder akzeptiert. Ja. Wie könnt ihr das ja Gruppenrotslach nennen? Was hörst du davon? Gruppenrotslach? Wie kommst du da oben um? Gruppenrotslach? Ja, die Flammen, die nennt das Gruppsoverlach. Und da hätten wir eben und werden noch Plattdeutsch übersetzen. Ne? Gruppsoverlach, ja. Dann nennen wir das Gruppenrotslach. So, dass er sich beruhen geht in eine Gruppe, ja. Alle Leute, die sich hat. Und erklären können wir das endlich, ob eine Höft sieht, denn wir haben letztes Jahr einen Verein gründet, Netzwerkkonferenzen e.V. Und dann könnt ihr Leute, dass sich hier auch geplattet, für dich demnächst mal ankriegen. Das ist ein guter Vorschlag. Denken wir auch. Wieder.